Willkommen zurück zu einem neuen Part von The Whispered World. Nach der letzten Folge habe ich mich noch etwas umgesehen und ich war tatsächlich nicht aufmerksam genug. Hier finden wir ein zweites kaputtes Zahnrad. Das ist bestimmt die andere Hälfte. Es ist in der Mitte durchgebrochen. Alles geht in die Brüche. Mal gucken, wenn wir das mitnehmen können. Ja, dann beeilen wir uns doch schnell einmal zu dem anderen Zahnrad. Das habe ich, wenn ich mich recht erinnere, bei Bando gelassen. So. Genau. Mal gucken, ob wir das auch mit da einspannen können. Nein, das Zahnrad ist kaputt und nutzlos, wie ich. Vielleicht müssen wir es, Nee, so geht das, okay. Cool. Und dann kommt mir jetzt die Idee... Mal sehen, das hier müsste der Flammende... Ja. Außerdem, die Frisur ist doch echt cool. Hey, Spot, ich habe da so eine Idee. Komm mal her. Was denn? Befehlsverweigerung? Na, warte. Aber mit dem kaputten Zahnrad? Nicht mit dem Schraubstock, nur mit dem Zahnrad. Achso, ich hatte falsch gedrückt. Okay. Dann haben wir jetzt ein intaktes Zahnrad. Das hast du gut gemacht, Spot. Ausnahmsweise mal. Spot ist viel cooler als alle anderen. Und dann können wir das doch damit verwenden. Na, dann wollen wir doch mal sehen. So. Ja, und jetzt? Hä? Ach so, wir müssen das verschieben. Aha. Okay. Na, geht das? Gucken. Zumindest bewegt sich schon mal was, aber irgendetwas scheint mit den Zahnrädern dort noch nicht zu stimmen. Na, das passt nicht so ganz. Machen wir es besser nochmal aus. So, der Schalter. Mal sehen. Hängen wir das erstmal da oben hin und alle anderen ab. Wie könnten wir das denn jetzt machen? Geh mal zur Seite, mein Freund. Ah, da ist ja noch das Kleine. Müssen wir einfach mal gucken, was da hinpasst. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Nein. Passt das Kleine denn dahin? Ja. Da kommen wir der ganzen Sache doch näher. Das passt nicht. Das kommt erstmal zur Seite. Nee. Vielleicht kommt das Große hier hin. Ja, das scheint ineinander überzugreifen. Was ist hiermit? Das noch? Nein, das ist zu weit weg. Das sieht doch nicht schlecht aus. Komm schon. Hey, betätige den Schalter. Zumindest bewegt sich schon mal was, aber irgendetwas scheint mit den Zahnrädern dort noch nicht zu stimmen. Ah, vielleicht sind die beiden vertauscht. Dann nochmal zurück. Dann kommt das nochmal kurz hier hin. Das dort und das dahin. Ich fand, eben hat es auch schon gepasst. Mal gucken. Ja! Wow, geschafft. Cool. Jetzt haben wir eine neue Tür geöffnet. Da gehen wir direkt durch. Hübsch. Ja, das ist echt hübsch. Was können wir hier alles angucken? Ein Haufen Kerzen. Diesmal gucke ich mal ganz genau, ob da auch noch was anderes verborgen ist. Ein Fass. Zwei Wege, die wir gehen können. Und ein Wegweiser. Dann fangen wir mit dem Fass an. Ein Fass. Nichts weiter. Schade. Ja, genau. Lecker. Regenwasser. Niam. Ja, besser als Petroleumsuppe von deinem Opa. Leer. Ich dachte, da ist Regenwasser drin. Er lügt. Warum lügt er? So, schauen wir uns den Wegweiser an. Durchgang verboten. Zutritt untersagt. Kein Schritt weiter. Sperrgebiet. Draußen bleiben. Yucky-Gebiet. Okay. Es ist sehr deutlich, dass wir da nicht lang gehen sollen. Durchgang verboten. Kein Sperrgebiet. Yucky. Ich lasse die Schilder lieber hier. Irgendwem scheint offenbar sehr viel daran gelegen zu sein, dass sie hier stehen. Ja, gut, das stimmt. Dann gehen wir erstmal ins Haus rein. Hallo? Ah, komm rein. Komm rein.
So, erstmal gucken wir uns um und danach reden wir mit ihm. Kerze, Töpfe, Gläser und ein Bett. Wow. Kommt denn der da hoch? Mulachai scheint in seiner Küche nur das Allernötigste zu haben. Immer noch besser als bei Opa, der nur das Allerunnötigste hat. Darf ich hiervon etwas probieren? Nein. Es reicht gerade mal eben für mich selbst. Ich habe nicht häufig Besuch. Frag dich mal, warum. Kann ich mir einen von deinen Töpfen mitnehmen? Das geht leider nicht. Ich besitze nicht viel. Ich habe nichts, was ich entbehren könnte. Oh Mann, das finde ich aber doof. Ich will alles haben. Mulachai scheint in seiner Küche immer noch besser als... Okay. Kann ich mir eines von deinen Gläsern mitnehmen? Das geht leider nicht. Ich habe... Na gut, der will uns nichts geben. Für das Bett eines Eremiten sieht es ganz schön bequem aus. Tut es das? Warum schläfst du um diese Uhrzeit eigentlich noch nicht? Dieses Rätsel hier lässt mir keine Ruhe. Ich frage mich ständig, ob ich nicht irgendetwas übersehen habe. Oh, Rätsel. Da wäre mein Vater der perfekte Ansprechpartner. Naja, der ist nicht hier. Warum schläfst du um diese Uhrzeit? Ach, das hatten wir ja schon. Bist du müde, kleiner Mann? Nicht wirklich. Ich leide unter massiven Schlafstörungen. Warum machst du dich dann an meinem Bett zu schaffen? Schon gut. Dann halt nicht. Okay, dann reden wir mal mit ihm. Aber erstmal schauen wir ihn an, ja. Er ist in sein Spiel vertieft. Ich dachte, das ist ein Rätsel. Nett hast du's hier. Danke. Ich lebe gerne allein. Oh, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Einsamkeit ist ein wahrer Segen. Ganz meine Meinung, aber du wiederholst dich irgendwie. Ich will mit dir über Kalida reden. Was willst du wissen? Ich habe vor, Kalida zu wecken. Das wäre sehr unklug. Einfach nur, das wäre unklug? Gibt es dafür vielleicht auch eine Begründung? Keine, die dir gefällt. Keine, die dir gefällt? Eine Frage noch. Würde mir die Begründung tatsächlich noch weniger gefallen, als keine zu bekommen? Ich kann es mir nämlich kaum vorstellen. Du bist voller Fragen. Und wenn du die Antworten nicht akzeptieren willst, dann wird das auch immer so bleiben. Ich mache eine ganz kurze Pause. Wie ihr vielleicht gehört habt, ist irgendwas im Hintergrund umgefallen und ich habe da so jemanden in Verdacht. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Es war tatsächlich die Katze, wer auch sonst. Und ja, dann kann es jetzt weitergehen. Ich habe alles geregelt. Wie meintest du das vorhin? Ich habe Kalida gefunden? Ich bin jetzt ein Teil von ihr? Ich meinte es, wie ich es gesagt habe. Also arrogant und unpräzise. Wenn das dein Eindruck war... Ja, das ist eine gute Frage. Wo finden wir Kalida denn jetzt? Wo finde ich Kalida denn jetzt? Kalida ist immer unter uns. Wirklich? Schade, dass ich meine Schaufel verloren habe. Ist es wirklich zu viel verlangt, ein einziges Mal eine klare Auskunft zu bekommen? Vielleicht fragst du nur nicht die richtigen Fragen. Wie wäre es mit, wann hörst du endlich auf, um den heißen Brei herumzureden? Genug von Kalida. Wie du willst. Was hältst du von Ruben? Er ist ein Narr. Er denkt, er kann alles so lassen, wie es ist, indem er keinen Finger mehr rührt. Es scheint eine gute Taktik zu sein. Es ist ein Irrtum. Nichts steht still. Alles bewegt sich und das ist gut so. Das würdest du nicht sagen, wenn du wüsstest, was ich weiß. Hm? Ach, nichts. Was sollen all die Kerzen? Das ist mein Beitrag zum Gleichgewicht auf dieser Insel. Alles hat Einfluss aufeinander. Das Licht der Kerzen hält die 5 Yakis fern, die auf dieser Insel leben. Es heißt, sobald die 5 im Dunkeln mit den 5 anderen zusammentreffen, beginnen sie ihre Wanderschaft. Die 5 anderen? So heißt es. Ja, gemeinsam führt sie ihr Weg dann quer über die Insel zum Steg, wo sie ihr trauriges Lied singen. Durch ihr Lied würde aber Kalida geweckt werden, was fürchterliche Konsequenzen hätte. Darum achte ich darauf, dass die Kerzen nicht vom Wind ausgeweht werden. Die Kerzen verhindern also, dass die Yakis Kalida aufwecken? Kurz gesagt, ja. Oh, da gibt es viel zu viele Hinweise. Aber ich finde es ja auch interessant. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre wirklich so eine ganze Kolonie an Yakis, die es gibt. Aber nur 5 ist echt wenig. Kannst du das mit den Kerzen nicht einfach bleiben lassen? Nein. Nein? Ach komm schon. Es ist wichtig. Wir könnten alle sterben. Nur Stillstand ist der Tod. Merkt ihr das? Es gibt keine Balance ohne Bewegung.
Das ist doch alles nur Gewäsch. Ich rede hier von einer tatsächlichen Bedrohung. Es ist kein Gewäsch. Eher ein Naturgesetz. Keine Balance ohne Bewegung. Es ist wie in diesem Schachspiel hier. Und wenn ich dir das Gegenteil beweise? Ich habe dir gesagt, dass es unmöglich ist. Was willst du also beweisen? Ja, das ist eine gute Frage. Aber, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Naja, weiter geht's. Was spielst du da? Das ist ein Rätsel. Oh, ein Rätsel. Vielleicht kann ich helfen. Ich bin gut in Rätseln. Worum geht es? Ist das eine Art Damenspiel? Das Problem ist eher philosophischer Natur und es ist lehrreich. Das Rätsel lehrt uns, dass es nicht möglich ist, ein vollkommenes Gleichgewicht zu schaffen. Alles muss immer in Bewegung bleiben. Mhm. Okay. Das mit der Bewegung verstehe ich ja. Und gut, es wird niemals ein vollkommenes Gleichgewicht geben, aber kann man dieses Rätsel wirklich lösen? Und was genau ist das Rätsel? Ach ja? Das wollen wir doch mal sehen. Du kannst es gerne versuchen, aber es ist zwecklos. Also, was muss ich machen? Die Damen können waagerecht und diagonal ziehen, wie beim Schach. Sie müssten am Ende so stehen, dass sie sich nicht gegenseitig schlagen können. Aber bemühe dich nicht. Gleichgewicht ohne Bewegung. So etwas ist unmöglich. Na, das wollen wir doch mal sehen. Oh nein, das Rätsel kenne ich aus Professor Layton und ich bin echt nicht gut da drin. Also, in jeder Reihe muss eine stehen, das stimmt schon mal. Die beiden können sich nicht schlagen, die können sich auch nicht schlagen. Die hier auch nicht. Aber die beiden können sich schlagen. Das heißt, wir müssen in einer anderen Zeile anfangen. Ach so, da ist sogar markiert, wer sich schlagen kann. Ich fange am besten mal hier oben an. So. Also wie gesagt, ich kenne das Rätsel, aber ich weiß gerade nicht mehr die richtige Lösung. Okay, die beiden schlagen sich noch. Oh, das ist so schwer. Ich habe es tatsächlich irgendwann schon mal gelöst, aber das ist so lange her schon wieder. Was ist denn, wenn ich jetzt sowas mache? Da würden sich am Ende aber zwei schlagen. Ah, da schlagen sich sowieso welche. Ich glaube, vielleicht schauen wir uns besser noch was um und dass ich das dann weitestgehend offscreen versuche bis zum letzten Zug oder so. Weil ich glaube, sonst würde das echt langwierig werden. Wir können ja erstmal alle in eine Reihe bringen und uns dann Gedanken machen. So, also ich weiß, ich habe es schon mal geschafft. Die Frage ist nur, wie. So. Okay. Da würden diese sich jetzt schon mal nicht schlagen. Diese würde sich auch nicht mit ihr in die Quere kommen. Aber hier haben wir ein Problem. Das ginge, glaube ich. Und wenn wir die jetzt noch dahin stellen. Ah, dann kollidieren diese hier. Nee, doch. Doch, diese hier kollidieren miteinander. Was ist, wenn ich die dahin stelle und die dahin? Dann haben wir hier ein Problem. Aber wir sind der Sache schon relativ nah, denke ich. Also es ist ja auf jeden Fall klar, dass pro Zeile, immer nur eine sein darf. Also es würde mir jetzt nichts bringen, die hier irgendwo hinzustellen, weil dann würden die sich gegenseitig schlagen können. Das ist echt nicht ohne, das Rätsel.
Ja, ich denke, das mache ich dann auch so. Es ist ja jetzt auch sowieso wieder Zeit, den Part zu beenden. Ich spiele so weit, dass mir quasi nur noch ein Schrittchen fehlt und dann lösen wir das Rätsel am Anfang der nächsten Folge gemeinsam. Bis dann!